So, buonasera, ciao a spade, beim Vnützkuje an der FEG ad Arau. Sprechen wir mit einer bella Seirada, Missionarika, Tante Danus. Amen. Amen. Nein, nein, wir sollen nie Amen sagen, wenn man nicht versteht, was der andere sagt. Das sind ein paar wenige Worte auf Rätoromanisch gewesen. Böse Zungen sagen, tönt mehr nach Rätselharmonisch als nach Rätoromanisch. Und eine Person versteht das sogar, hinten drut, gell, nun. Können wir nachher noch ein bisschen weiter plaudern miteinander. Vielen Dank für die Einladung, ich habe mich gefreut, zum kommen. Für den Missionsabend euch ein bisschen erzählen, was Gott von nah und fern tut. Ich habe mich auch gefreut, was der Tom ganz am Anfang gesagt hat, weil das ist schlussendlich Mission. Der Missionsbefehl von Jesus ist ja nicht ein Missionswunsch, sondern Gott sei Dank ein Befehl. Relativ klar, geht in alle Welt, verkünden, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Ich glaube, so nach, dass wenn man im Glauben aufsteht, ist man mitten drin. Und es ist gut, wenn man umkehrt und eben auf die Impulse lässt. Und ab und zu darf man dann so jemand für Jesus ein Land ziehen. Ab und zu auch nicht. Aber wenn man es nicht aufgrund von diesen Impulsen handelt, dann hat man auch nachher nicht die guten Zeugnisse erzählen. Also, kürzlich habe ich mir ein Zuhause gebissen. Zwei Wochen später beim Skifahren wieder und dann sage ich meiner Frau, hey, jetzt hast du den zweiten Zeh innerhalb von kürzester Zeit rausgebissen. Und dann schaut sie mich so an und sagt, ich habe den Eindruck, als möchte der Herr dir etwas sagen. Und wenn die Frau so etwas sagt, dann wachsen die Tore und dann sagt sie, ich habe den Eindruck, dass der Herr sagt, du musst wieder mehr Biss fürs Evangelium haben. Der hat gesessen. Und effektiv, sie hat recht gehabt, weil früher jeder, wenn ich meine Nase in die Luft gestreckt habe und es ist mir vorgekommen, als die Person Jesus nicht kennen würde oder nicht kennen könnte, habe ich mich darauf losgestürzt, wie ein wildes Tier auf seine Beute. Und jetzt habe ich gesagt, Jesus, ich will wieder ein bisschen mehr Biss haben für das Evangelium. Und das steht ja im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6, dass durch den Tod von Jesus und durch unseren Glauben an Jesus Christus sind wir in einen neuen Bund eingetreten. Und in diesem neuen Bund hat uns Gott befähigt, Diener vom Heiligen Geist zu sein. Und der Geist Gottes, der Geist von Jesus auf dieser Welt hat definitiv x-mal mehr Interesse, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, als was sie es je aufbringen. Und so war meine Abmachung mit dem Herr. Herr, ich will wieder mehr Biss fürs Evangelium haben, aber du musst mir einfach vorausgehen. Du musst mir Türen aufsperzen und ich tue an den Fuss rein. Ich bin relativ schlecht im Tür aufsperzen. Das heisst also im ersten Schritt in den ersten zwei, drei Sätzen auf die Leute zugehen. Aber wenn ich dann einmal den Fuß drin habe, dann bin ich nicht so schlecht. Aber der Türöffner ist definitiv der Heilige Geist. Und als ich die Abmachung mit Jesus gemacht habe, gesagt, ich will wieder bewusst dir folgen, bewusst gehorsam sein, weil dir ist so vom Herzen, dass die Menschen dich kennenlernen, nicht verloren gehen, bin ich beim Coiffeur gesessen, am Montagmorgen. Und dann bin ich dort bei dieser Coiffeuse und währenddem sie mir Haar schneidet, geht ihr Föhn an. Und niemand hat den Föhn angelangt. Und dann sagt sie, nicht schon wieder. Und ich sage so zum Spass raus, sage, wieso spuckt ihr Föhn? Und sie sagt, nicht nur der Föhn, bei mir die Hai. Und dann hat sie mir aufgezählt, was die Hai bei ihr abgeht. Das ist ja so, wenn man mit okkulten Sachen spielt. Wenn man am Teufel den kleinen Finger geht und er nimmt die ganze Hand und es fährt die Hai einfach komisch durch. Und schon bist du bei Jesus gesehen. Weil die Lösung ist definitiv nur noch Jesus. Und so habe ich in dieser Woche etwa drei oder vier ähnliche Begegnungen gehabt. Also es kommt so darauf an, wie bereit unser Herz ist, anderen von Jesus zu erzählen. Ich bin ja nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, sondern in einem katholischen Haus. Meine Mutter war reformiert. Und immer wenn ich Fragen über Gott hatte, hat sie gesagt, geh zum Vater. Der Vater hat gesagt, geh zum Priester. Und der Priester hat gesagt, ja, also, nein, was hat er gesagt? Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall, die Antworten sind eigentlich ausgeblieben. Und ich bin schon als Ministrant bin ich tätig gewesen. Ich weiß noch, vor 42 Jahren, es ist Ostersonntag vor 42 Jahren gewesen, da bin ich im schönen, weißen, langen Ministrantenkleid in der wunderbaren Föhnfrisur, bin ich in der ersten Reihe knüllt und weil es so langweilig war, bin ich in der ersten Reihe eingeschlafen. Und ich bin erst verwacht, wo der Priester sagt, Ostersonntagmorgen, er ist auferstanden und er lebt. Mit einer klerikalen, hallenden Stimme. Und es war, als würde mich jemand bei den Ohren packen und mich schütteln. Und ich wache auf und ich höre wie ein Echo in meinen Ohren, er lebt, er lebt, er lebt. Und ich schaue vor mir her und dort ist eine dicke, fette Kerze und dort steht, er lebt. Mann, jetzt sehe ich, er lebt, ich höre, er lebt.
und ich schaue auf den Holz-Jesus, der am Kreuz war, und dann denke ich, wow, er lebt, hey, er lebt. Also als Zwölfjähriger denke ich, krass, er lebt. Und ich schaue auf die Finger, weil wenn er lebt, was muss er machen? Nächstens muss er seine Finger bewegen. Und er hat seine Finger natürlich nicht bewegt. Aber dann denkt, aber wenn er lebt, dann muss er blinzeln. Blinzeln muss er. Und ich schaue wieder auf den Holz-Jesus. Und in dem Moment, wo ich seine Augen anschaue, exakt in dem Moment passiert überhaupt nichts. Und ich bin nachher während Monaten, bin ich jede Woche, bin in die Kirche rein, zwei, dreimal in der Woche, bin hergeknüllt und habe gedacht, wenn dann irgendwann meine Knie weh genug tun, dann erbarmt sich Gott im Himmel und er wird mir das Zeichen geben, dass er lebt. Er wird seinen Finger bewegen und er hat seinen Finger nicht bewegt. Heute darf ich in Kriegs- und Not- und Krisengebiet unterwegs sein und ich darf nicht nur sehen, dass Gott seinen Finger bewegt. Ich darf sehen, dass Gott seinen Arm bewegt. Es tut gewaltige Sachen auf der Welt. Es ist so etwas von spannend. Ich meine, tagtäglich kommen zwischen 200.000, 300.000, 400.000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Die wiedergeborenen Menschen auf der Welt, das sind die schnellst wachsende Minderheit überhaupt. Das ist die beste Zeit überhaupt, die es überhaupt gibt, um je drin gelebt zu haben. Der Geist Gottes brütet in Regionen, wo du hättest gedacht, das geht gar nicht. Im Orient, 1500 Jahre verschlossen fürs Evangelium und jetzt ist es offen. Wer hätte das gedacht? Ich meine, da hat man jahrzehntelang gebetet im 1040er-Fenster. Wie viele Jahre haben wir gebetet für das 1040er-Fenster, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen? Und lange ist nichts passiert. Ich habe nach zwei Wochen aufgehört zu beten. Ich bin ganz frischer Christ gesehen und dachte, ja, also, wenn Gott Gott ist, sollte es ja einfach nach zwei Wochen beten, sollte es dermassen rebeln im Gebälk, dass. Und dann nach zwei Wochen jetzt einfach nichts tun. Und ich sagte, ja, dann sollen die anderen beten. Zum Glück haben sie weiter gebetet, weil heute erlebt man genau das, was wir damals gebetet haben, vor 40 Jahren. 30, 40 Jahren. Ja, ich bin auf alle Fälle nach dem Happening, ist ja schön, wenn, dass man weiß, oder? Gott ist ja einer, wenn er sieht, dass Menschen ihn suchen, dann ist er auch bereit, wie Jeremia, sich zu zeigen. Ich bin in der Rekrutenschule in Chur, im Rheinsand, und dann ist einer neben mir in einer Übung mit scharfer Munition, sind wir miteinander am Roben gesehen, also 30 Soldaten nebeneinander. Und damals, die Schweren, wären noch die ältere Generation unter uns, ihr wisst, die alten, schweren, schwarzen Sturmgewehr. Wir haben Übung mit scharfer Munition. Wenn du das Teil geladen hast, dann hat er so ein Zäpfchen oben rausgeschaut. Und ich schaue das Gewehr vom Nachbarn an und ich sehe, das Gewehr ist geladen, das Gewehr ist mit scharfer Munition geladen und entsichert ist es auch. Und wir sind am Boden so am Roben und er hat seinen Finger am Abzug. Und dann schaue ich etwa drei oder viermal in den Lauf rein, der immer wieder zu mir her schaut. Und zum ersten Mal, mit so 18, zum ersten Mal sage ich mir, hey, was passiert, wenn jetzt ein Schuss abgeht? Ist aus die Maus. Was ist, bist denn ein Molekül, das sich irgendwie im Universum verflüchtigt? Kommst plötzlich als Frosch oder als Huhn oder als Kuh auf die Welt, wie bei den Hindus? Oder gibt es einen Gott und siehst den und schaust ihm in die Augen? Und so sind die Sachen, die im Bruchteil von Sekunden durch meinen Kopf durch sind. Dann nach der Übung sind wir in einem in einen Feldgottesdienst gegangen und dann ist Gideon Gruppe Chur und hat uns dort ein Neues Testament verteilt und dann sagt der Leutnant, wenn jemand so ein Neues Testament will, soll er eins nehmen, die nicht wollen, sollen das an sich vorbeigehen lassen. Und in meinem Herzen habe ich gewusst, ich muss so eins haben. Aber im Militär ist alles andere als Neues Testament. Und irgendwann ist er auf meiner Höhe, der neben mir von Zug gesagt, geben Sie mir so ein Teil, meine Großmutter liest denn das schon. Ich habe auch eine Großmutter und schon habe ich ein Neues Testament gehabt. Ich habe versucht, darin zu lesen, nicht viel verstanden, habe es mitgenommen auf England und Gott sei Dank. Ich habe gedacht, nimm es mit, vielleicht gibt es ja schwierige Zeiten und in schwierigen Zeiten könnte es ja allenfalls helfen. Gott sei Dank gibt es schwierige Zeiten. Es gibt Menschen, wenn ich nach Jahren für die bete, die nicht zum Glauben an Jesus Christus kommen, dann fange ich an, für Probleme in ihrem Leben zu beten. Ganz konkret, nicht Problem zum Verderben, aber Problem zum Heil. Und das funktioniert sehr häufig. Auf jeden Fall bin ich dort gewesen, bin dann zu Hause gewesen, habe meine sieben Sachen gepackt, das Neue Testament habe ich oben drauf ins Büchergestell tun und hinter mir ist ein Pulli, ich drehe mich mit Schwung um, schlage mit dem Ellbogen das Büchergestell, die lang vergessene Gideon-Bibel geht von oben ab mir in die Taschen rein. Ich bin ja sehr abergläubisch aufgewachsen. Ich habe nicht gewusst, ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen. Ich habe gedacht, vielleicht ist es gar kein Zeichen, aber vielleicht ist es eins, nimm es mal mit. Und dann sind die schwierigen Zeiten gekommen in England und aus meinem Herzen habe ich angefangen, Gott anzuklagen und gesagt, also
Mein Vater hat gesagt, Gott ist gut, die Religionslehrerin hat gesagt, Gott ist gut und der Priester hat gesagt, Gott ist gut. Alles in meinem Leben geht schief. Ich komme mir vor als in ein einziger Züchtigung. Und jetzt will ich wissen, gibt es den Gott oder gibt es den nicht? Ich gehe zurück in mein Zimmer hier in England, in Bournemouth. Ich werde hier sitzen, ich werde die Augen zuschliessen, ich werde die Bibel irgendwo auftun, weil mir sagt ja, dass Gott durch die Bibel zu einem redet. Und ich werde irgendwo mit dem Finger reinfahren und wenn du redest, wenn du, Gott, wenn es dich existiert, wenn du existierst, dann musst du mir sagen, erstens, A, wer liebt mich? Und B, zweitens, wieso werde ich ständig gezüchtigt? Wenn du mir eine Antwort auf das gibst, ich verspreche dir, ich glaube. So arrogant bin ich dann gewesen. Ich bin auf jeden Fall hergesessen, die Augen geschlossen, Bibel aufgetan, mit dem Finger reingefahren. Hebräer Kapitel 12, Vers 6 steht, jeden, den der Vater im Himmel liebt, den züchtigt er. Jetzt habe ich gewusst, das geht nicht. Ich habe nicht gewusst, wer ist es. Zwei Wochen später in einem Pub hat mir einer in eineinhalb Minuten erklärt, wie man Jesus findet. Und das habe ich mir nachher drei Wochen später zu Herzen genommen. Ich habe Jesus aufgenommen, habe Vergebung gebeten für all den Dreck, der in meinem Leben mit 20 schon passiert ist. Es ist wie ein Gewicht von meinem Herz weggeht, in meinen Augen auftut, um zu schauen, ob noch alles dran ist. Es war wirklich alles dran, aber es hat sich so leicht angefühlt. Dann habe ich gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Und dann hat der andere da in der Bar noch gesagt, irgendetwas von einem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, was es ist, aber erfülle mich noch mit dem Heiligen Geist. Und in dem Moment unter wie ein warmer elektrischer Strom von oben rein zu den Füßen raus. Ich bin vor dem Bett eingeschlafen, am nächsten Morgen explosionsartige Freude, tiefe Frieden in meinem Herz und eine Liebe, die jegliche Menschenliebe übersteigt. Und dann hat das Abenteuer angefangen. Und jetzt nehme ich euch auf eine kleine Reise in das Abenteuer rein, wie man mit Jesus unterwegs ist. Und darum ist das ist für mich etwas vom Allerspannendsten. Ostern, wir haben nicht vor langer Zeit haben wir Ostern gefeiert. Matthäus 27, 45. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Vers 50. Jesus aber schrie noch einmal auf und da und starb er. Und dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt, kamen aus ihren Gräbern und erschienen vielen Menschen. Also wenn Gott nicht dramatisch ist, wer denn? Vers 54, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn, so der römische Hauptmann. Ich meine, das ist dermaßen dramatisch gesehen. Es ist stockdunkel geworden. Es ist Mittag um 12 Uhr gesehen. 3 Stunden lang wird es stockdunkel. Am Schluss von dieser Zeit ruft Jesus, es ist vollbracht. Und in dem Moment, wo Jesus ruft, es ist vollbracht, ist gesehen, als ob sich die angestaute Sehnsucht vom Himmel über Jahrhunderte oder über Jahrtausende reingebrochen ist auf die Welt hin und dann hat es Erdbeben gegeben, die Felsen haben sich aufgespalten, da ist so viel Kraft reingebrochen. In dem Moment, wo der Zugang ins Allerheiligste frei war, ist so viel Kraft vom Himmel reingebrochen, dass sogar die Verstorbenen aus den Gräbern rausgesogen hat und die sind durch Jerusalem durchgelaufen und sind Menschen begegnet, die sie vorher begraben haben. Musst du dir mal den Schock vorstellen? Musst du dir das vorstellen? Du bist jemand begraben, wo du traurig und jetzt siehst du ihn wieder. Du hast vielleicht auch jemand begraben, wo du froh gewesen bist, dass er endlich begraben ist und du hast ihn auch wieder gesehen. Das ist Dramatik pur. Und der hartgesottene römische Hauptmann hat müssen sagen, hey, wahrhaftig, wahrhaftig. Der abbrühte Killer hat müssen sagen, wahrhaftig, das ist Gottes Sohn gewesen. Und wenn ich jetzt auf der Welt unterwegs bin, wir sind ja mit 150 Projekten in 62 Ländern unterwegs, wo Christenverfolgung ist, wo Krieg ist, wo Not ist. Was ich erlebe, je dunkler das es ist, desto krasser, desto dramatischer ist Gott am Einbrechen mit Zeichen und Wunder, mit Übernatürlichem. Und vielmals, gerade die ganz einfachen Menschen, so, ich sage denen, die Flip-Flop-Christen, die sind gerade mal so ein paar Wochen, ein paar Monate, zum Teil ein Jahr oder zwei mit Jesus unterwegs, die wissen einen Bruchteil von der Bibel, wo du weißt. Aber das bisschen, was sie wissen, Markus 11, 24, das heben sie im Herzen fest und sie fangen es einfach umsetzen. Und sie haben noch gar nicht die Erfahrung, dass es nicht funktionieren könnte. Sie glauben einfach, dass es funktioniert. Und sehr häufig funktioniert es eben auch. Dass Gott eingreift und sich manifestiert. Und das ist das, was ich spannend finde. Wenn sie das Faktum, die Wahrheit von der Ostergeschichte für sich persönlich in Anspruch nehmen, begreifen, sie sind in einen neuen Bund mit Jesus Christus hineingebunden und dann noch Pfingsten erleben, ihr ganz Persönliches und Kraft kommt und sie gehen mit dem auf die Piste, dann wird es spannend. Und von dem möchte ich euch ein bisschen etwas erzählen. Ich bin letzten Dezember
bin ich im Südsudan und im Sudan gesehen, Nuba Mountains. Das gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Du hast den Eindruck, siehst du noch vor, wie vor 1000 Jahren zu Zeiten von Jesus unterwegs. Du laufst durch das Gebiet durch oder du fährst durch das Gebiet durch. Es gibt nicht Strassen, es gibt einfach nur Richtungen und einen Haufen Löcher. Und dann gibt es ab und zu Leute, die mit einem Esel unterwegs sind. Das ist quasi der Mercedes. Der Rolls-Royce ist der, der mit dem Kamel unterwegs ist. Und ganz selten gibt es mal jemanden, der mit einem Töffli unterwegs ist. Und die meisten sind zu Fuß unterwegs. Frauen vor allem, die Lasten tragen und draussen übernachten müssen. Und genau in dieser Wildnis draussen, in dieser Einöde, haben wir den Mann links getroffen. Das ist ein blinder Evangelist. Der hat so auf dem Herzen gehabt, nachdem er sein ganz persönliches Ostern und Pfingsten erlebt hat, hat er so eine Sehnsucht im Herzen gehabt, den anderen Menschen von Jesus zu erzählen, dass er seinen Freunden gesagt hat, ihr müsst mich in ein Auto hineinsetzen, ihr müsst mich in die Wildnis rausführen und dort lönt ihr mich einfach raus. Ihr setzt mich aus und dann fahren ihr wieder heim. Und zuerst haben sie ihm gar nicht glauben, zuerst haben sie ihm gar nicht folgen. Aber er hat so darauf gedrängt, dass er gesagt hat, lönt mich raus und dann hat sie rausgelassen, sind davon gefahren und dann ist er als Blinde in der Wildnis draußen, hat er angefangen, Jesus anzubeten. Er hat angefangen zu predigen. Und mehr sind Leute dazugekommen und haben ihm zugelassen. Und je mehr Leute zugelassen haben, hat er gesagt, wer von euch ist krank? Jesus, der Messias, ist gekommen, euch zu retten aus der Sünde raus und euch die Kranken, die krank sind, gesund zu machen. Das sind natürlich all die krank sind, und es sind viele Kranke dort. Die sind gekommen und haben ihren Kopf hergehabt und haben für sie gebetet. Viele sind gesund worden, haben sich durch das bekehrt. Und so ist eine Gemeinde entstanden. Und ab und zu hat er jemanden, der lesen kann. Und dann liest er ihm vor. Und dann sagt er, und weisst, wenn niemand da ist, der vorliest, dann gehe ich einfach und suche Jesus. Und dann leitet er mir ein Wort aufs Herz und er fällt mir Sachen auf, die erklären aus dem Wort Gottes heraus. Und dann predige ich das, was der Heilige Geist mir erklärt hat. Der Heilige Geist ist der beste Lehrer, den es überhaupt gibt. Und die Frucht von dem ist, dass Gemeinden in der Wildnis draußen wachsen, eine Gemeinde nach der anderen durch einen blinden Evangelist. Dann denke ich, meine Güte, Jesus, wir sehen alle, wir hören alle, wir können alle reden, wir sind alle gesund. Wie viel mehr? Wie viel mehr kannst du uns brauchen, wenn du einen blinden Evangelist in der Wildnis draussen brauchen kannst, wo er unter Umständen noch Gefahr läuft, von wilden Tieren gefressen werden? Aber das finde ich schade. Die Hingabe ist einfach unglaublich. Und ich musste sagen, also wenn ich zu euch rede, muss ich sagen, ich rede gleichzeitig auch meistens zu mir selber. Es ist nicht, dass ich euch oder jemandem Vorwurf mache, mir müsste ein bisschen mehr Gas geben für Jesus. Ich als Allererster. Also mehr Biss. Ich bin kürzlich beim Zahnarzt gesehen und gesagt, das Zeug muss wieder funktionieren da. Ich muss wieder mehr Biss haben für Jesus. Und der hat definitiv Biss. Er sieht nicht, aber hat Biss für das Evangelium. Und so kommen viele Leute zum Glauben an Jesus. In der dunklen ukrainischen Bombenkeller. Wir haben ja eine Arbeit, die vor allem von Safner, wo unser Hauptsitz ist, von AVC, da gehen Sattelschlepper, wie es war, Sachgüter, Hilfsgüter, auch Neues Testament auf Russisch, gehen auf Moldawien. In Moldawien wird es umgeladen. Und von Moldawien geht es rein in die Ukraine, aber wir sind ja nicht einfach jemand, der Hilfsgüter bringt und schaut, dass die Bücher gefüllt werden. Wir müssen ja auch schauen, dass die Herzen gefüllt werden. Und ich glaube, seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Chance, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen in der Ukraine, in Russland und in Europa nie mehr so gross gewesen wie jetzt. Und wir haben die Teams, die gehen in diesen Städten, die jetzt bombardiert werden, gehen sie in die Bunker, in die Keller, von Keller zu Keller. Singend, preisend, lobend, predigend das Evangelium. Und in jedem Keller kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Dann gehen zum nächsten Keller und zum übernächsten und zum übernächsten. Und so in jedem Keller, wo es dunkel ist, kommt das Licht rein und das Heil kehrt ein. Und viele Menschen kommen zum Glauben an Jesus. Mit Ton bitte, viel Ton. So sieht es aus. Gibt euch ein bisschen einen Einblick, wie die Arbeit vor Ort ist. Ich nehme euch jetzt auf einen Weg, der ein bisschen zickzack auf dieser Welt hin und her geht. Jetzt sind wir geschwind vom Sudan auf die Ukraine gekommen. Und jetzt gehen wir auf Syrien. Ich war letzten Sommer im Juli in Syrien. Eigentlich hätten wir es müssen aus dem Irak mit Helikopter reinfliegen. Blöderweise, also schlussendlich war es nicht richtig. Aber
An dem Abend vorher war ein Raketenangriff von iranischen Soldaten auf die Airbase gewesen. Also ist natürlich kein Heli mehr geflogen, da haben wir eine ganze Woche gewartet, haben nicht rein können. Schlussendlich haben wir den Landweg nehmen auf Syrien rein, sind fast nicht auf Syrien reingekommen, schlussendlich sind wir auch fast nicht mehr zurück rausgekommen. Aber wir sind dort endlich können mal das Projekt besuchen, das wir vor ein paar Jahren angefangen haben in Syrien. Da sehen wir, auf der rechten Seite sind wir mit einem gepanzerten Fahrzeug von den Peschmerga-Soldaten unterwegs gewesen. Links hat uns gerade ein Trupp vom Assad überholt, das ist gerade außerhalb von Raqqa. Raqqa ist zu 90% zerstört. In der Nacht kommt der IS raus, der islamische Staat, und übernimmt dort die Herrschaft und der Terror fährt wieder an. Am Tag durch kannst du in der Stadt gut anhalten und das Kaffee trinken, es passiert nichts. Dann sind sie zurück in ihre Löcher. Syrien, ein Land, das gebeutelt ist. Wir haben jetzt das Thema, je dunkler, desto heller. Also je finsterer es ist, desto heller bricht das Evangelium in und die Kraft vom Evangelium, aber Gott, der reinbricht und zum Teil erstaunliche Sachen tut. Syrien mit 500'000 Toten, 6 Millionen Flüchtlinge in und außerhalb vom Land. Und ich möchte euch einen Film zeigen, wie das Leben weitergeht. Und was mir spannend dünkt, ist, an einem Ort, wo jede Familie traumatisch erlebt hat, wo jede Familie Schlimmstes gesehen hat, bis hin zu Enthauptungen von den Kindern und so, wo du kannst sagen, die Herzen sind schlichtweg kaputt von diesen Menschen. Da kann man, also, ich würde sagen, du kannst x Jahre kannst Seelsorge oder Psychotherapie machen. Aber für mich erstaunlich zu erkennen, wenn der Geist Gottes in ein Herz hineinbricht und die Kraft vom Evangelium überhand nimmt in einen Menschen, wie das ihr Denken verändert. Und innerhalb von kürzester Zeit, was vorher über Jahre lang Psychologen nicht standgebracht haben. Sogar, dass es die Mentalität der Leute anfängt zu verändern und sie anfangen, das bisschen, was sie haben, miteinander zu teilen. Wir haben in dem Syrien haben wir eine Bäckerei, die täglich über 30'000 Brot, zum Teil bis maximal 85'000 Brot produziert. Wir haben eine fahrbare Klinik dort. Wir haben eine Kirche dort. Und gerade kürzlich ist uns 800 Quadratmeter Land geschenkt worden, um Kirche drauf zu bauen. Die einzige Vorlage war, sie muss dermassen gross sein, die Kirche, mit einem dermassen grossen Kreuz, dass man weit ins Nachbarland das rein sieht und am liebsten noch eine Glocke dran. Es sagt also, eine Glocke reinbringen auf Syrien ist schwierig, außer die schmelzt und einer von diesen Panzern, der im Zeug rumsteht. Das ist ja schon früher auch passiert, hat man aus Kanonen hat man die geschmolzen und hat schöne Glocken gemacht. Also jetzt ist man sich am Überlegen, ob man sich so einen Panzer zusammenschmelzt und eine wunderbare Glocke daraus machen. Wir sind in Syrien unterwegs. Aus Sicherheitsgründen in Begleitung eines Panzerfahrzeugs und auf Umwegen. Vorbei an zerbombten Städten wie Raqqa. Unser Ziel, Kobane an der syrisch-türkischen Grenze. Im Jahr 2014 wurde die Stadt im Krieg gegen den IS weitgehend zerstört. Ist heute im Wiederaufbau begriffen. Viele Menschen in dieser Region haben wir unterstützt, unter anderem medizinisch. Uns interessiert, was aus den Einzelnen geworden ist. Diese beiden Jungs sind durch eine als Spielzeug getarnte Bombe schwer verletzt worden und haben durch AVC Hilfe erfahren. You are still the God of miracles. Dieses Kind mit starken Brandnarben steht für das Schicksal von vielen anderen, die wegen der Bombenangriffe für den Rest ihres Lebens gezeichnet sind. Die Bäckerei läuft auf Hochtouren. Wir produzieren aktuell täglich 31'000 Brote und versorgen Hunderte von Familien mit Brot in Kobane und Umgebung. Fünf
500 der ärmsten Familien versorgen wir seit Mai 2020 im Rahmen des Projekts 5 Brote und 2 Fische mit Lebensmitteln. Viele Familienväter sind im Krieg gegen den IS gestorben oder leben heute mit Kriegsfolgen wie Behinderungen und Traumata. Ohne diese Lebensmittelhilfe könnten deren Familien kaum überleben. Der Hospitainer ist heute stationär in Kobane als stark frequentiertes Ambulatorium. Außerhalb von Kobane wird in Anwesenheit der Stadtprominenz eine Dialyseklinik eingeweiht. Sie wurde von einer holländischen Firma gespendet. Ich bin sehr glücklich, dass wir das Dialysecenter von Kobane einweihen können. Nicht nur die körperlichen Bedürfnisse werden gestillt. Jesus Christus berührt auch eure Herzen und Seelen. Das Multifunktionscenter bietet Raum für eine Bibelschule, Konferenzen und spezielle Events. Viele Einwohner des Landes betätigen sich in der Schafzucht. Wir planen Milchverarbeitungszentren, um Einheimischen zu einem Einkommen zu verhelfen. AVC hat im Zentrum von Kobane ein Grundstück zum Bau einer Kirche erhalten. Mit der Auflage, den Turm so hoch hinaufragen zu lassen, dass er bis weit über die Grenze ins Nachbarland hinein zu sehen ist. Voilà, einen kleinen Einblick, was im Orient passiert. Geht weiter auf China. China hat vor Jahrzehnten, ziemliche Verfolgungswellen erlebt. Das ist aktuell wieder so. Also die Verfolgung wird massiv zunehmen. Es werden grosse Kirchen, selbst die 3 Selbstkirchen, die ja die offiziell anerkannt eigentlich dort ist, die werden zum Teil am Erdboden gleich gemacht. Bibeln werden verbrannt, christliche Apps gestrichen, Webseiten gesperrt, totales Überwachungssystem, wenn du in diesem asozialen Punktesystem in China gross wirst und das Leben hast, wenn du Christ bist, bekommst du mal eine geringere Punktezahl. Das limitiert dich in der Reiserei. Also du kannst nicht mehr einfach einen Bus nehmen oder einen Zug nehmen. Deine Kinder können mal studieren gehen. Also ist Ausgrenzung, ist Christenverfolgung bis hin zu Gefängnis und Misshandlung. Und wir haben ja weltweit vor 12 Jahren haben wir etwa 100 Millionen verfolgte Christen gehabt. 12 Jahre später haben wir 3,5-fach mal mehr, also wir haben 360 Millionen verfolgte Christen. Und wenn es in diesem Tempo weitergeht, haben wir in ein paar Jahren über 1 Milliarde verfolgte Christen. Also es ist dramatisch, oder? Wenn man denkt, wie wenig das die Medien darüber schreiben und wie wenig Politik dafür macht. Mit 360 Millionen verfolgten Christen ist das eine gewaltige Zahl, oder? Und China ist eine von den Federführenden. Und was vor allem passiert, ist halt durch die massive Verbrennung und Zerstörung von Bibeln. Plus dazu kommt, dass China an einer neuen Bibel schafft. Das heisst, sie geben ein offizielles neues Testament raus, wo aber in der Kernaussage abgeändert worden ist. Plötzlich ist Jesus eben nicht mehr der Messias oder der Sohn Gottes oder der Heiland, sondern er ist nur noch ein Lehrer oder ein Meister gewesen. Und zum Beispiel die Bibelstelle, wo die Frau beim Ehebruch ertappt worden ist und wir wollten sie steinigen. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Schuld ist, soll der erste Stein werfen. Dort steht in der chinesischen Bibel drin, dass Jesus die Leute rundherum ermutigt hat, die Sünderin zu steinigen. Stell dir so etwas vor, oder? Aber ich finde immer, die Rechnung macht man dann auch immer ohne Gott. In der Offenbarung steht, wer dem Wort Gottes etwas wegnimmt, dem nimmt Gott das Heil weg. Wer etwas dazu tut, dem tut Gott die Leiden der Bibel, die beschrieben sind, zufügen. Also ist eine gefährliche Gratwanderung, die die chinesische Regierung hier tut, wenn man mit Gott anfängt zu spielen und ihm in den Augapfel reinreckt. Auf alle Fälle haben wir gesagt, Jesus, was können wir machen bei dieser Zerstörung von Bibeln?
die Leute brauchen, es kommen nach wie vor viele Leute zum Glauben an Jesus Christus und wir müssen ihnen ein Wort Gottes geben. So sind wir ins Gebet gegangen. Ein Mitarbeiter hat beim Schauen von einem Actionfilm eine Idee bekommen. Die Idee ist zu einem Ingenieur gegangen und der Ingenieur hat sich verzogen, ein paar Wochen in den Keller und nach dieser Zeit ist er rausgekommen mit einem einzigartigen Produkt, das neu ist auf dieser Welt, das es vorher nicht gegeben und das ist die Hologramm-Bibel. Die sieht so aus. Was verfolgte Christen heute mehr als alles andere in der Welt brauchen, ist Hoffnung. Ich glaube, das Fundament für freie Gesellschaften besteht in den von Gott gegebenen Werten, die in der Bibel umschrieben sind. Deshalb haben wir die weltweit erste elektronische Bibel in der Größe einer Pille entwickelt. In dieser kleinen Pille stecken alle biblischen Bücher von der Genesis bis zur Offenbarung. Du hältst sie einfach in der Hand. Sie leuchtet den Raum vor deinem Gesicht aus, sodass du Gottes Wort lesen kannst. Diese Bibel macht das Bibellesen für verfolgte Christen sicher, in Regionen, wo sie dafür im Gefängnis leiden oder getötet werden könnten. Unterstützen Sie uns darin, diese Bibel unter den am meisten verfolgten Christen weltweit zu verbreiten. Ich bin total fern von dieser Bibel, weil die kostet 15 Franken, hat eine Batterie drin, die hält 4 bis 5 Jahre. Und wenn die Gefahr kommt, dann kann man das Teil schlucken und nachher wiederverwerten und sie funktioniert nach wie vor. Also genial für all die Länder, die wirklich glauben und die Bibel lesen, die das Leben kosten kann. Gefangen und doch frei aus Sofia und Bulgarien. Es hat mit der Verteilung von Hilfsgütern angefangen. Hartgesottene Kriminelle, Kidnapper, Mörder, Drogenhändler werden weich, öffnen sich. Der Leiter eines christlichen Kulturzentrums und Ali, ehemals Schwerstkrimineller, vermitteln dreimal pro Woche Hoffnung durch den christlichen Glauben. Gefangene sagen, ich spüre hier einen seltsamen Frieden. Es fällt mir schwer, an Jesus zu glauben, aber hier fühle ich mich frei. 20 berüchtigte Kriminelle, die sich im Gefängnis als Bosse aufgespielt haben, werden bereits als Leiter einer Art Gefängniszellengemeinde aufgebaut. Gefängniswärter sagen, Psychologen bemühen sich während Jahren um die Häftlinge, ohne Erfolg. Dann werden sie Christen, lernen zu vergeben und verändern sich. So kommt es, dass die Gefängniswärter jeweils höchstpersönlich im Gefängnishof das Taufbecken aufstellen. Die Häftlinge sind gefangen und doch frei. God bless you. Ali Dini ist wirklich eine Nummer im Reich Gottes, also früher Schwerstkrimineller, Mafiaboss, Killer. Ich bin viel mit ihm unterwegs gewesen, seit Jahren. Früher habe ich noch regelmäßig gebetet, dass er keinen Rückfall erleidet. Und super bleibt. Das Spannende ist eigentlich, wie er zum Glauben gekommen ist. Er ist gerade auf dem Weg gewesen, unter Drogen, unter Alkohol, unter Ecstasy. Hat er eigentlich einen Mitkonkurrent, der ihm im Drogengeschäft das Geschäft abstrittig gemacht hat, ist er mit seiner Freundin unterwegs gewesen, hat ihn umbringen und ist zu schnell in eine Kurve hineingekommen, hat einen schweren Unfall gemacht. Schlussendlich landet er im Spital und dann im Gefängnis und in seinem Ganzen und verliert das Bein und seine Freundin einen Arm. Und in diesem ganzen Dilemma drin, darum sage ich ab und zu, mach es nichts, wenn es schwierig wird. Die Chance für Gott zum Einbrechen ist grösser. In diesem ganzen Dilemma drin, ist er so frustriert und so enttäuscht, dass er zu Gott schreit, von jemandem eine Bibel überkommt oder eher gesagt, die Bibel dem aus der, unter Druck wegnimmt und fährt drin an zu blättern. Und er kommt zu der Bibelstelle, wo es heisst, es ist besser, dass jemand einen Arm oder ein Bein verliert, als seine Seele verliert.
Und das hat gelangt, dass er zu Jesus gekommen ist. Und so sind wir mit ihm ab und zu unterwegs. Wir waren mit ihm in der Schweiz unterwegs. Eine lustige Anekdote war, wo er gesagt hat, ich weiss schon, dass mein Leben wirklich früher krass war und jetzt völlig ganz anders. Aber wegen dem müssen Sie mich doch nicht immer von mir singen. Sie müssen nur Jesus arbeiten, doch nicht mich arbeiten. Und dann sage ich, was meinst du, ich arbeite? Das betet doch nicht mehr dich an. Doch, sie singen immer alle deine Liebe. Also alle deine Liebe, bist nicht du alle deine, es ist alle deine Liebe, verstehst du? Aber er sich gleich geehrt fühlt. Das ist ein Weg nach Afrika mit unserem Freund. Mir zeigt einfach, dass die Sehnsucht, Menschen zu Jesus zu führen, die glühende Retterliebe, die ist uns ab und zu im Westen einfach abhanden gegangen. Und mein Freund dort hat gesagt, ich habe ein Dorf gefunden, das ist völlig im Animismus und Okkultismus gefangen. Da werden Tiere geopfert, da werden Menschen geopfert. Und darum bringen wir das Evangelium dort her, dass die ganze Menschenopfergeschichte aufhört. In Juba, im Südsudan, gibt es so viele Waisenkinder. Und so viele Waisenkinder werden verkauft in den Organhandel, in andere afrikanische Länder oder werden den Hexendoktoren als quasi Opfergabe gebracht und so. Das ist die Realität dort. Und ich könnte, wenn ich das Geld hätte, ich würde wahrscheinlich gerade das Waisenhaus ausmachen für 1000 Kinder dort. Und vielleicht passiert es demnächst. Aber auf jeden Fall kommen sie in das okkulte Dorf raus und wenn Jesus bringen und sie werden verscheucht, dann haben sie gesagt, so schnell lassen wir uns nicht abschütteln. Sie gehen 3 Monate intensiv ins Gebet, schicken nochmal 2 Evangelisten, um zu schauen, ob sie das mal offen sind. Und effektiv, sie sind offen, fahren los, es ist Regenzeit, sie stecken fest mit ihren Fahrzeugen, schaufeln 13 Stunden sich aus dem Schlamm raus. Das Dorf wartet auf die Evangelisten. Und wo sie dann endlich nach 13 Stunden Verspätung ankommen, dann passiert Ostern. Das Licht vom Evangelium bricht hin auf eine Art und Weise. Und 112 Bekehrungen haben stattgefunden unter den Animisten, unter den Menschen, die tiefst gefangen sind im Okkultismus, in der Dämonie drin. Und so sieht es dann aus, wenn Afrikaner zu Jesus finden. Die Begeisterung für Jesus. Jetzt stell dir vor, der Tom, der Jose und der Matthias gehen Samstag für Samstag mit der ganzen Kirche im Schlepptau vom Bahnhof Aarau hierher in die FEG, tanzend und jubelnd ausgelassen, wie der David im Länderschurz, hierher. Oder auch angekleidet, wie auch immer. Aber in einer Begeisterung, wo alle müssen sagen, wieso sind die so begeistert? Gibt es einen Grund? Ja, der FC Aarau ist aufgestiegen. Nein, das kann es nicht sein. Es geht anders, es geht begeisterndes als das. Und effektiv, sie bringen, so, ich meine, wenn du so begeistert bist, der Ort wird sich einfach füllen und du musst 5 Gottesdienste an einem Sonntag haben, weil die Bude voll ist. Und ich wünsche mich, ich sage es zu mir selber, Sascha, sei wieder so begeistert, weil die Realität von der Herrlichkeit im Himmel, die ist wirklich real. Und Jesus hat mit einem Hochzeitsfest angefangen und er wird mit einem Hochzeitsfest aufhören, aber zwischen ihnen ist unsere Zeit da auf Erde, wo wir uns auf die Hochzeit freuen können und andere sollen sich mitfreuen können. Wir sollen viele, viele andere können mitnehmen. Also mit dieser Begeisterung auf die Straße gehen, durch die Städte, durch die Dörfer durchgehen, deine Gemeinde wird Erweckung erleben und der Himmel wird reinbrechen. Etwas anderes, kommen wir schon langsam zum Schluss. Wortwörtlich bis ans Ende der Welt. Unser Mitarbeiter, Andrei Berglesov, ist ein Russ, ein Deutsch-Russ, wo Jahr für Jahr mit Spezialfahrzeugen, mit Amphibienfahrzeugen bis zum Polarkreis raufgeht und er trifft regelmäßig Völker, die noch nie das Evangelium gehört haben, die ganz eine eigene Sprache zum Teil haben. Und die Bibel sagt, Jesus wird dann zurückkommen, wenn das Evangelium zu allen Völkerschaften gegangen ist. Wir haben über 7000 Völkerschaften über 7000 Völkerschaften auf dieser Welt und es hat immer noch ein paar Tausend, die es zu erreichen gibt. Zum Teil ganz kleine Gruppen, 500 Leute, 1000 Leute. Aber Gott sagt, wenn das Evangelium dann alle erreicht hat, dann komme ich zurück und dann gibt es ein saftiges, fettes Hochzeitsfest.
Und er geht und fährt die Strecke ab, über 10'000 Kilometer, wo lustigerweise seine Urgroßeltern zu Zarenzeiten mit Ross und Kutsche gegangen sind. Auf der einen Kutsche sind Kleider und Kind gewesen, und auf der anderen Kutsche die ist beladen gewesen mit Tausenden von Neuen Testament. Und da sind sie über 10'000 Kilometer sind sie mit Ross und Wagen und Kutsche abgefahren und haben der Strecke von der Transsibirischen Eisenbahn entlang bis zum Polarkreis auf das Evangelium verteilt und sind dadurch Gemeinden zum Glauben gekommen, wo jetzt der Urenkel mit Spezialfahrzeug sie besucht. Und so sieht das Teil aus. Also wenn, sie fahren ja häufig über gefrorene Seen oder gefrorene Flüsse und ab und zu bricht das ein, ist auch gefährlich. Aber mit diesen Spezialfahrzeugen, die schwimmen ja dann, kann man eben das überleben. Nicht immer, ich meine, bei minus 60 Grad passiert es immer wieder, dass die Technik abliegt. Und jedes Mal, also sie sind ja intensive Bäder dort drin und zum Teil fährst du mit Schrittgeschwindigkeit durch Taiga durch und sie haben Zeit zum Betten. Und er sagt, letzthin ist uns bei minus 60 Grad ein Fahrzeug abgelegen. Und du musst relativ schnell vorangehen, weil das gefriert alles dermaßen. Wenn das Öl im Motor gefroren ist, dann kannst du das Auto dort hocken lassen. Und sie sind drinnen gesehen und beide gesagt, Jesus, wo ist das Problem? Du musst uns aufzeigen. Und einer von den Mitarbeitern im Auto drinnen hat ganz einen kurzen Film, eine kurze Vision vor Augen gehabt und sagt, ich habe etwas gesehen, Gott hat gezeigt, das ist unter dem Fahrzeug eine kleine Düse, die gebrochen ist, die muss man auswechseln. Und bei minus 60 Grad geht einer unter das Auto und findet die gebrochene Düse exakt die, die er im Geist vorher gesehen hat, und tauscht sie aus und sie können so weiterfahren. Das ist Management by Heaven. Das funktioniert und das ist spannend, so mit Gott unterwegs zu sein. Also wenn wir gehorsam sind, mit Gott unterwegs sind, dann macht er seinen Teil. Ich erinnere mich, mit dem schließe ich dann auch definitiv, 1,5 Millionen Neue Testament verteilt, mehrfach durchs Jahr durch, auf dieser Strecke von 10'000 Kilometern entlang. Ich weiß vor Jahren, wo in Raqqa, wo Raqqa noch vom IS besetzt war, da haben die alliierten Kräfte in Raqqa bombardiert und plötzlich sind die IS, da hat es ein Abkommen gegeben, die IS, die sind mit Hunderten von Bussen, sind die quasi in die Freiheit entlassen worden, während Zehntausende von Flüchtlingen aus Raqqa rausgekommen sind. Und unser Hospital, unsere fahrbare Klinik, unser Lastwagen fährt dort her. Und in den ersten drei Tagen sind alle Medikamente vorgekommen, die sie für einen ganzen Monat sind verbraucht waren. Und wegen Mangels an Medikamenten stirbt am ersten Tag 3 Kinder, am zweiten Tag nochmal Kinder, am dritten Tag sind es total 25 Kinder, die gestorben sind. An Dehydrierung, Mangels an Medikamenten und so. Und dann läutet mir der kurdisch-atheistische Arzt an und sagt, machen irgendetwas, es muss ein Wunder geschehen, dass wir Medikamente bekommen. Ich sage, du bist ein Atheist, du glaubst nicht mal an Wunder und drehst uns auf, wir sollen für Wunder beten und so. Auf alle Fälle, machen einfach, dass irgendetwas passiert und so. Und dann haben wir angefangen, intensiv, 3 Tage zu beten und fasten und rufen. Und am dritten Tag fliegt der John McCain, ehemaliger Präsidentschaftsanwärter aus den USA, fliegt mit mehreren Helikoptern, mit 40 schwer bewaffneten Bodyguards, fliegt richtig über das Kurdengebiet Rojava, richtig Raqqa und schaut von oben ab und sieht das Fahrzeug mit einem weißen Dach, mit einem riesengroßen roten Kreuz oben drauf. Und etwas in seinem Herzen sagt ihm, geh ab und schau das an. Landet dort, kommt zu unseren Leuten, die erklären ihm, uns sind die Medikamente ausgegangen, wir müssen irgendetwas machen. Er nimmt sein Satellitenhandy führen, läutet ihn dann auf Amerika an, die organisieren von USAID für Hunderttausende von US-Dollar Medikamente, fliegen von den USA auf Erbil, auf Irak mit Helikopter, direkt von Erbil auf Raqqa runter. Und innerhalb von wenigen Stunden und Tagen hat man nachher die Leute können versorgen mit Medikamenten. Und so sind viele Leute zum Glauben gekommen, unter anderem eben auch der atheistisch-kurdische Arzt. Zu viel Wunder gesehen. Das ist Management by Heaven. Und das ist das, was spannend ist, wenn man in der Mission unterwegs ist. Inland- oder Auslandmission. Ich möchte mit dem schließen. Nachfolger Jesus sind Türeintreter und Dachabdecker. Und ich sage, es tut uns Christen gut, wenn wir zwischendurch eine gewisse heilige Frechheit an den Tag legen und uns nicht immer und sofort geschwind abwimmeln lassen, wenn es ums Evangelium geht. Mir gefällt die Geschichte eigentlich vor allem, weil hat 4 Leute gehabt, die einfach einen außerordentlichen Glauben hatten. Wir lesen in Markus Kapitel 2, Vers 4, und weil sie ihn wegen des Gedränges nicht bis zu ihm hinbringen konnten,
deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, rissen es auf und ließen die Bahre, auf dem der Gelähmte lag, hinunter. Geschichte ist, Jesus kommt auf Kapharnaum hinein. Kaphar heißt das Dorf. Kapharnaum heißt das Dorf von Nahum, also der Prophet Nahum hat das gegründet. Jesus hat dort die meiste Zeit verbracht. Der kommt nach einem Missionseinsatz kommt er zurück heim. Hunderte Leute wahrscheinlich ihm nachgefolgt, wenn nicht tausende. Er kommt in ein Häuschen rein, es gibt einen Gottesdienst. Und natürlich, wer will nicht dort sein, wenn der beste Lehrer, der je gelehrt hat, das Beste von sich gibt? Das Häuschen ist voll. Ausser im Häuschen kommst du wieder her. Und es sind vier Freunde, die einen Freund haben, der lahm ist. Und irgendwie sagen sie sich in ihrem Herzen, wir kennen den Jesus zwar nicht so richtig, aber etwas in unserem Herz, etwas in unserem Geist erklärt uns, er ist die Antwort auf alle Not. Und sie laden den Lahm auf eine Barre und kommen dort her und es ist einfach dicht gepackt von Leuten. Ja, was machst du jetzt? Sagen, okay, ich gehe wieder heim, es hat halt viele Leute. Nein, sie legen die heilige Furchtlosigkeit und Frechheit an den Tag. Ich glaube, so ist es ganz praktisch abgelaufen. Sie kommen mit der Bahre, nehmen den Anlauf und mit dem Holzstecken von der Bahre fahren sie mal richtig dann in die Trippe rein. Es hat ein Geschimpfe gegeben, ein Gezetter, ein Gemordio, aber es hat einen Weg gegeben. Bahnt dem Herrn einen Weg, hat es gegeben. Es hat keine freiwillige Rettungsgasse gebildet. Nein, die haben sie sich müssen schaffen. Und jetzt kommen sie vor der verschlossenen Tür an. Der eine sagt, hey, die Tür ist verschlossen, wir kommen nicht rein. Die überlegen kurz, hey, ab aufs Dach mit dem. Ab aufs Dach. Ja, was ist jetzt? Das Dach ist zu und so. Kurz überlegen, egal was, Dach abdecken, Haus zerstören, kaputt machen, ist egal. Er muss einfach vor die Füße von Jesus. Und irgendwann lösen sie vor die Füße von Jesus ab, er vergibt ihm die Sünde und sagt, nimm deine Matte, steh auf und geh heim. Der Religiöse hat es nicht gepasst, aber es ist ein gewaltiges Wunder, was passiert ist. Und ab und zu muss nicht immer alles politically correct sein. Ab und zu ist es okay, wenn man heilige Frechheit an den Tag legt und sagt, was du brauchst, ist mein Jesus. In deinem Problem hilft dir nur mein Jesus. Und dann machst du irgendetwas im Herzen. Und wenn wir die Dächer abdecken oder die Türen einschmeissen oder die Türen kaputt machen oder was auch immer, ab und zu ist es einfach wichtig, dass wir Priorität wieder richtig setzen und sagen, egal was, du musst das Evangelium von meinem Jesus hören. Und zu dem möchte ich dich einfach ermutigen. Sei so jemand, der bewusst als Kind Gottes unterwegs ist, dass er sagt, ich bin in dem neuen Bund mit Jesus Christus eingebunden. Die Bibel sagt ganz klar, du hast mich damals durch deinen Glauben und das, was du gemacht hast für mich am Kreuz von Golgatha, hast du mich fähig gemacht, ein Diener vom Heiligen Geist zu sein. Du musst nicht zuerst befähigt werden, du bist fähig gemacht, ein Diener vom Heiligen Geist zu sein. Und meine Abmachung mit dem Heiligen Geist war, Heiliger Geist, ich bin so schlecht im Evangelisieren, gang mir voraus, tu mir Türen auf und ich tue den Fuß drin. Und so erlebe ich das wöchentlich, dass ich auf den Fuß hinein tue, säe, pflanze, begüsse und ab und zu sogar ernte. Und wenn ich das kann, dann kannst du das schon lange. Lass uns aufstehen zum Gebet und dann schließen wir. Halleluja, Jesus, du bist so etwas von spannend, du bist so etwas von genial, Jesus, ich bin so etwas von verliebt in dich, Herr. Du bist so einzigartig, Herr, du bist so kräftig, Herr, ich danke dir, Herr, ich darf mit meinen eigenen Augen sehen, dass die Lahmen gehen und die Blinden sehen und die Tauben hören und früh verstorben zurück ins Leben kommen. Herr, das ist deine Realität, das ist all inklusiv, wenn wir unser Leben dir anvertrauen. Es funktioniert nicht immer, aber immer öfter. Und ich danke dir, Jesus, dass wir wieder dürfen sagen, ich bin hungrig und durstig noch mehr von dem Gott, noch mehr von dem Jesus. Und meine Mission ist vielleicht nicht in Afrika oder in China oder im Orient. Meine Mission ist beim Nachbar im Garten oder irgendwo, wo du mich herführst. Herr, und die so ungelenk unterwegs sind, im Evangelium weitergeben wie ich. Herr, schenke uns, dass du, Heiliger Geist, uns vorausgehst, die Situation vorbereitest, sodass wir gar nicht mehr anders können, als säen, pflanzen, begüssen und vielleicht zwischendurch auch ernten. Indem wir dein Wort weitergeben, in die hungrigen und durstigen Herzen, die da draußen unterwegs sind, verzweifelt, und nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Herr, lass uns so Hoffnungsträger sein, so Lichter im Finsteren sein, so Salz von dieser Erde sein, Vater. Und das bitten wir dich in der Kraft vom Heiligen Geist. Rüst uns zu und schick uns, Herr. Und lass uns viele gute Geschichten erzählen. Amen. Amen. Da hinten dran hat es noch so Reports, nehmen die mit. Da hat es ganz viele Geschichten drin, weltweit. Lesen sie unbedingt nicht am Abend, weil dann kannst du nicht schlafen. Du musst die ganze Nacht dranbleiben und weiterlesen und weiterbeten. Einfach am Morgen oder am Tag durch oder am Mittagstisch mit dem Kind oder wenn auch immer.